Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video wirklich nur ganz kurz gezeigt, wie wir auf unserem Android-Smartphone bzw. Android-Gerät YouTube-Videos mit unserer YouTube-App hier anschauen können. Und zwar das Ganze in den sogenannten Incognito-Modus. Ja, das ist eine neue Funktion, die seit längerem getestet wurde und nun offiziell raus ist jetzt für alle. Und zwar, wenn wir unser YouTube-App hier starten, ja, da und natürlich angemeldet sind, hier haben wir unser Profilbild hier einfach draufklicken und schon haben wir hier die Möglichkeit, mit einem Klick oder Tipp in den Incognito-Modus hier zu switchen, ja, das zu aktivieren, einfach draufklicken und schon sind wir jetzt, genau, unser Profilbild hier ist dann natürlich weg auch und schon können wir ja YouTubes Videos hier schauen, so als wenn wir nicht angemeldet sind. Ja, das können wir machen, wenn wir nicht wollen, dass die Videos, die wir angeschaut haben, in unserem Verlauf hier YouTube Verlauf gespeichert werden. Ja, das ist dann, wenn wir wieder umswitchen, nicht mehr nachvollziehbar, was wir angeschaut haben. Und diese Videos, die wir in den Incognito-Modus hier anschauen, werden dann auch nicht für spätere Vorschläge herangezogen. Ja, es ist halt so, als wenn wir nicht angemeldet sind eben. Wir müssen uns aber nicht jedes Mal wieder abmelden und wieder anmelden. Das geht jetzt viel schneller so. Wir können schnell umswitchen hier. Videos, die für eine Alterverifikation erforderlich ist, lassen sich so nicht anschauen. Ja, wir müssen da uns anmelden logischerweise. Und ja, diese neue Funktion hier, die gibt es erstmal nur für Android User. iOS Benutzer müssen sich da noch ein bisschen gedulden. Es ist noch nicht ganz klar, wann das irgendwie ja freigegeben wird oder ob. Wenn wir hier wieder umswitchen möchten auf unser Account, ja, ganz normal einfach auf dem Bild hier tippen und Incognito-Modus deaktivieren, zack, und schon sind wir wieder angemeldet hier. Genau, ja, das war's auch schon alles. Ich hoffe, ja, dass es für euch interessant war oder nützlich. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like oder ein Abo freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.